So, liebe Handballfans, ich kann euch versprechen, wir plaudern auch heute wieder ungeniert und ungefiltert über die neuesten MT-Insider-Infos. Und zwar machen wir das mit MT-Topshooter Julius Kühn. Wir erfahren, warum er seinen Linksaußen Michael Allendorf bei Positionsangriffen oft auch mal gern links liegen lässt und einfach vergisst. Und was Julius macht, um nie wieder, wirklich nie wieder, in der Halbzeitpause so lange auf dem Klo zu verbringen, dass er allein und eingeschlossen in der Kabine zurückbleibt, wenn es weitergeht. Und wir sprechen mit Michel Dietz, dem Geschäftsführer von Dietz Werbetechnik, unserem Podcast-Presenter und gleichzeitig Spielerpate von Julius Kühn. Wie gesagt, wir plaudern ungefiltert und ungeniert, wie ihr das von uns kennt. Aber wir machen das eben diesmal auch Corona-konform und deswegen eben nicht face-to-face in der MT-Geschäftsstelle, sondern jeder allein digital vorm Laptop. Julius und Michel, eure Akkus sind geladen und die Mikros sind aktiv? Von meiner Seite ja. Hallo zusammen. Das ist richtig, ja. Dann fangen wir an, Jungs. 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsungen, präsentiert von Dietz Werbetechnik. So, liebe MT-Fangemeinde draußen im rot-weißen Handballland, trotz Corona und Isolation für die Jungs der MT Melsungen sind wir zurück mit Folge 4 von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsungen. Ich bin Patrick Schumacher, hallo. Ihr könnt alle bisherigen Folgen natürlich, also die mit Timo Kastening, mit Finn Lemke und Michael Allendorf nochmal nachhören. Die findet ihr, egal wo ihr uns hört, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei dieser, einfach unter alle Folgen. Und gerne dürft ihr die dann auch bewerten. Das hilft uns sehr, denn so eine positive Bewertung, die es ja hoffentlich sein wird, ist die Podcast-Währung schlechthin. Und damit ihr künftig keine Ausgabe mehr von 60 Minuten Podcast verpasst, klickt einfach auf Abonnieren. Dann bekommt ihr immer sofort eine Info, wenn eine neue Folge online ist, wie die heutige zum Beispiel. Wir haben auch heute wieder zwei mega starke Gesprächsgäste für euch am Start. Zum einen den MT-Shooter schlechthin, hat schon wieder 39 Tore aus 6 Spielen gemacht. Nationalspieler ist er auch noch dazu. Julius Kühn, hi Julius. Hallo an alle MT-Fans. Und Michel Dietz ist bei uns, der Geschäftsführer von Dietz Werbetechnik, seit dieser Saison Premium-Partner der MT Melsungen, Presenter dieses MT-Podcasts und eben auch Spielerpate von Julius Kühn. Was das konkret bedeutet, wird uns Michel Dietz bestimmt noch erklären. Hallo Michel. Hallo zusammen. Wie gesagt, wir akzeptieren natürlich die Corona-Beschränkungen und die häusliche Isolation für die Spieler sowieso. Daher stehen wir heute eben nicht in der MT-Geschäftsstelle zusammen an diesem großen runden Tisch, sondern wir sprechen digital miteinander, jeder für sich vom Laptop. Julius, wo hockst du genau? In der Badewanne, im Bett oder auf dem Sofa mit dem Laptop? Ja, also während so einer Quarantänezeit, da kommt man ja, glaube ich, überall mal hin in der Wohnung. Aber jetzt ist es doch so, dass ich am Wohnzimmertisch gerade sitze. Sehr schön. Michel, du wahrscheinlich im Office, in der Firma, nehme ich an? Ich wahrscheinlich im Büro, ja. Ich sitze im Büro. Zum Glück sind wir bisher von Corona verschont geblieben, haben auch viele Mitarbeiter im Homeoffice. Und deswegen gehen wir hier, soweit es geht, einem geregelten, normalen Alltag nach. Wir drücken die Daumen, dass das so bleibt. Ich sitze übrigens bei Real Audio, dem Technikpartner der MT, der uns auch heute wieder professionell aufzeichnet und dafür sorgt, dass ihr den Podcast in bester Tonqualität hören könnt. Raphael ist das, der neben mir sitzt. Wir sitzen aber in gebührendem Abstand übrigens, also so wie sich das unter Corona-Bedingungen gehört. Also ich würde sagen, genug der Vorworte. Auf geht's, Julius. Wir haben in den früheren Folgen immer versucht, ja, diese Corona-Problematik, ich will nicht sagen auszuklammern, aber nicht in den Mittelpunkt zu stellen, das gelingt uns heute nicht, das müssen wir auch gar nicht versuchen und ich bin mir ganz sicher, dass alle Fans draußen auch hören wollen, wie du und wie ihr alle mit der aktuellen Situation umgeht. Wir zeichnen den Podcast übrigens am Mittwoch, 18. November auf. Das ist gerade, was die Corona-Problematik angeht, immer nochmal wichtig zu erwähnen, weil sich da ja fast stündlich was ändert. Wichtigste Frage, Julius, an dich erstmal, wie geht's dir? Ja, mir geht's zum Glück sehr, sehr gut. Also habe mit dem Coronavirus an sich jetzt direkt nicht viel zu tun. Da hat es ja andere bei uns härter getroffen. Von daher kann ich davon Glück sprechen, dass ich hier guter Dinge bin und jetzt erstmal meine Quarantänezeit absitzen werde und dann mich wieder in den Alltag begeben kann. Was heißt denn das konkret, also die Corona-Zeit absitzen? Was machst du denn jetzt den ganzen Tag, außer natürlich trainieren zu Hause? Ja, du sagst es schon, trainieren. Jetzt fällt mir gar nicht mehr so viel dazu ein. Ja, es ist halt so, also ich kann das aber beschreiben, so ein normaler Tagesablauf momentan in der Quarantänezeit ist, dass ich natürlich erstmal
schön ausschlafe. Das ist wahrscheinlich das höchste Gut in der Quarantänezeit. Ja, danach das Netflix-Abo laufen lassen und die Insta-Stories von Heidenschätzer. Genau, das richtig, das muss ich noch verlängern, ja. Nein, dann ist es so ganz normal, dass wir einen Trainingsplan bekommen haben von unserem Athletiktrainer. Da ist es manchmal so, dass wir an einem Tag zweimal trainieren. Also meistens ist dann morgens eine Krafteinheit und abends dann eine Ausdauereinheit. Und dann ist es meist so, dass ich die halt aufteile, dass ich dann morgens ja eine Krafteinheit mache. Mittags versuche ich dann, ja gerade jetzt während der Quarantäne, mich ein bisschen meinem Studium zu widmen, beziehungsweise es wieder aufzunehmen mit dem Semester, was ist aufzunehmen. So langsam müsste man doch wieder was tun. Nach der letzten Klausurphase legt man sich ja dann doch gerne mal auf die faule Haut. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Zeit, wieder anzufangen. Und dann, ja, versuche ich danach meine Ausdauereinheit zu machen und dann ist auch schon wieder Abend. Es gibt ja, ich habe gehört, für euch so einen Einkaufs- und Zubringservice, der von der MT organisiert wurde. Also A-Jugendliche und zum Teil auch Spieler der zweiten Mannschaft versorgen euch, wenn nötig, mit Lebensmitteln und Trainingsgeräten zu Hause. Hast du schon Essen und Training auf Rädern bekommen? Also Essen zum Glück noch nicht, da sich da hier meine Freundin drum kümmert. Die macht das zum Glück ganz gut. Aber was die Trainingsgeräte angeht, auch an dieser Stelle nochmal danke an die Jungs. Wirklich herausragend, wie wir da im Verein zusammenhalten, dass wir jetzt alle hier mit Gewichten versorgt worden sind, beziehungsweise mit einem Ausdauertrainer, mit einem Fahrrad. Ich glaube, das ist nicht normal, gerade nicht in so einer Zeit. Und ich weiß nicht, ob es das unbedingt auch bei anderen Vereinen geben wird oder gibt. Aber so sind wir auf jeden Fall versorgt und können auch unsere Pflicht dann während der Quarantänezeit erfüllen. Ja, großartig. Also das ist, kann man sich das so vorstellen wie ein Pizzabote? Also nur, dass eben der Pizzabote in dem Fall nicht die Pizza gebracht hat, sondern die Hanteln? Oder wie war das? Es ist genau richtig so. Es ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt drauf aus war und drauf gebrannt habe, dass die Sachen jetzt hier ankommen. Also bestellt habe ich sie nicht. Die kamen einfach an. Aber doch, ja, die Jungs, die haben es sogar bis hoch vor die Wohnung gebracht. Reinkommen dürfen sie ja, glaube ich, nicht. Wegen Corona halt. Aber klar, das war es optimal gelaufen und ja, jedem Spieler von uns ging es halt so und so können wir perfekt trainieren. Du hast deine Lebensgefährtin eben schon angesprochen. Charmanterweise hast du natürlich gesagt, dass sie vor allem nur dafür, also dass sie dir vor allem hilft beim Kochen. Gut, dass du nicht erwähnt hast, dass sie dir beim Training noch hilft. Das hätte jetzt ansonsten Kopfkino bei uns verursacht. Jetzt müssen wir aber sagen, du bist ja doppelt betroffen von dieser Isolation und von der Corona-Situation. Allgemein kein Mannschaftstraining mehr, kein Spiel mehr, aber jetzt kommen wir wieder auf deine Lebensgefährtin zu sprechen. Ihr wolltet eigentlich heiraten im Dezember und das fällt jetzt aus. Nicht im Dezember, wir wollten in 2 Tagen sogar heiraten. Oh, richtig, ja. Genau, wir wollten eigentlich am 20. heiraten, aber wir haben es zum Glück vorher schon abgesagt. Wegen der Corona-Bestimmungen war es ja nicht ganz so leicht, dann auch danach eine kleine Feier durchzuziehen und deswegen haben wir es vorher schon abgesagt, aber gut, in diesem Falle jetzt hätte es sowieso nicht stattfinden können, beziehungsweise wäre es schwer durchführbar gewesen und deswegen haben wir das Ganze verschoben auf nächstes Jahr und hoffen, dass es dann natürlich besser ist, wobei auch keiner weiß, wie es dann nächstes Jahr alles aussehen wird. Sie trägt es mit Fassung, hoffentlich. Ja, also sie sagt schon die ganze Zeit, oh nein, in 2 Tagen wäre der Tag gewesen, deswegen ist da noch ein bisschen Trauerstimmung bestimmt an dem Tag, aber naja, letztendlich kann man da nicht viel dran ändern und ist halt so. Lass uns kurz auch natürlich ernsthaft auf die Situation zu sprechen kommen. Also ihr seid jetzt seit gut einer Woche in dieser häuslichen Isolation, /Quarantäne, nachdem bekannt geworden ist, dass Finn Lemke eben positiv getestet worden ist. Was war dein erster Gedanke, Julius? Du warst mit allen Nationalspielern, eben auch mit den 5 weiteren von der MT bei diesen beiden Länderspielreisen. Sprechen wir gleich noch bei diesen beiden Länderspielen sprechen wir gleich noch drüber. Was war dein erster Gedanke, als du von der Infektion bei Finn gehört hast? Naja, also was ein bisschen blöd ist, bei uns ist es ja immer schon so gewesen, dass Finn immer sehr, sehr leicht anfällig für diverse Krankheiten war. Und in der Mannschaft, also es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil mit dem Virus ist eigentlich nicht zu spaßen. Aber wir haben gesagt, okay, wenn es bei uns einen treffen wird, dann wird es wahrscheinlich Finn sein.
wie es dann jetzt auch tatsächlich so gekommen ist. Aber nein, also Spaß beiseite, damit ist natürlich nicht zu scherzen, weil letztendlich kann da auch riesige Schäden anrichten, wie man sieht. Und es tut mir natürlich extrem leid für Finn, aber es ist halt nun mal so. Wir haben jetzt aber gestern, habe ich von ihm gehört, dass es ihm schon mittlerweile wieder besser geht. Dass am Anfang ein bisschen schlimmer gewesen sein soll, aber der jetzt auf dem Wege der Besserung ist. Und zum Glück ist es bis jetzt so, dass es noch keinen anderen von uns getroffen hat, weil als wir von der Nationalmannschaft zurückgekommen sind, haben wir uns gar nicht mehr richtig gesehen mit der Mannschaft. Also wir wollten uns zum Krafttraining treffen, haben dort die Tests absolviert, aber sind dann schon direkt wieder auf Abstand gegangen, weil dann ja schon wieder die neue Meldung mit Juri Knorr kam aus der Nationalmannschaft, mit dem Finn ja auf dem Zimmer war. Und dann haben wir gar nicht mehr richtig trainiert an dem Morgen, sind eher nach Hause gefahren und haben einfach die Testergebnisse abgewartet. Von daher war das ja dann im Nachhinein sogar auch die richtige Entscheidung. Und zum Glück war es so, dass wir da jetzt nicht irgendwo groß in Körperkontakt gekommen sind. Also wissenschaftlich wird man das nie belegen können, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wer ein bisschen Verstand hat und das Hirn einschaltet, kann sicher davon ausgehen, dass diese Infektionen bei Finn, bei Yogi Bitter, bei Juri Knorr, bei Marian Michalsik durch diese Länderspiele zustande gekommen ist. Die Folgen sind auch klar, Spielabsagen ohne Ende in der Handball-Bundesliga. Allein 3 Spiele für euch, Flensburg, Magdeburg, Hannover, fallen definitiv aus. Das Heimspiel kommende Woche gegen den BHC, können wir sicher von ausgehen, dürfte wohl auch ausfallen, weil ihr ja voraussichtlich bis einschließlich 24.11., das ist dann, also ihr hättet dann nur noch einen Tag zum Trainieren für das BHC-Spiel. Da wird die HBL einsehen müssen, dass das so nicht geht. Gibt's für dich, Julius, noch irgendwelche Zweifel daran, dass diese Länderspiele ein Fehler waren? Also was heißt ein Fehler? Also ich muss sagen, der DHB an sich, finde ich, kann erstmal, also was heißt nichts dafür, das hört sich jetzt auch blöd an, aber es ist ja so, dass diese Spiele von der EHF aus angesetzt worden sind und nicht der DHB jetzt unbedingt darauf gebrannt hat, diese Spiele auszuführen. Klar, wenn die EHF sagt, ihr müsst die Spiele machen, dann wird der DHB natürlich auch irgendwo nicht Nein sagen, und weil alle Nationen sind ja letztendlich oder haben versucht anzutreten. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, als wir bei der Nationalmannschaft waren, da wurde alles dafür getan, dass wir uns ja nicht mit dem Virus infizieren können. Da hätte ich eher gesagt, ich würde mich hier zu Hause oder wenn ich in Kassel unterwegs wäre, dass ich mich da viel eher irgendwo hätte infizieren können, wie als wo ich jetzt war. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Das haben wir schon jetzt ein paar Mal gehört. Also wart ihr in so einer Art Blase, von der immer die Rede ist, um geschützt zu sein? Ja, das kann man schon sehr gut sagen. Also wir sind angekommen bei der Nationalmannschaft, dann wurde direkt halt diese Art Schnelltest mit uns durchgeführt. Vorher durften wir keinen treffen. Ich bin da mit Kai Heffner, bin ich auf einem Zimmer während der Nationalmannschaft. Wir waren da zusammen einfach nur zu zweit auf dem Zimmer und durften vorher nicht aus dem Zimmer raus, bevor halt nicht das Ergebnis dieses Schnelltests kam. Dann haben wir noch einen normalen PCR-Test hinterhergeschoben und haben uns dann erst getroffen zum Essen mit der Mannschaft, zum Abendessen. Und da war es auch so, da wurde auch immer streng darauf geachtet, dass alle bei uns Masken tragen, sogar während des Abendessen oder Mittagessen, dass wenn wir zum Buffet gegangen sind, wo sogar nur ein Buffet ja eigentlich für uns aufgebaut worden ist in einem separaten Raum, dass wir sogar da Masken tragen, obwohl wir nur unter uns sind, dass sich jeder ständig desinfiziert, es standen überall Desinfektionsgeräte. Wir sind nicht rausgegangen aus dem Hotel, wir sind nur im Hotel gewesen. Selbst auf dem Weg zum Training im Bus von der Nationalmannschaft, überall wurden Masken getragen. Also deswegen ist es schwierig, sich da irgendwo zu infizieren. Klar, es ist wahrscheinlich dann bei einem Spiel passiert, obwohl ja die Spieler dann eben auch vor dem Spiel negativ getestet worden sind. Aber man weiß halt eben nicht so genau, wie da die Hygienebestimmungen sind in den jeweiligen Ländern. Und da ist es dann wahrscheinlich passiert. Aber während des Lehrgangs, boah, wäre es eigentlich richtig, richtig schwierig, sich zu infizieren. Okay, ich glaube, das ist ja im Grunde genommen der Vorwurf, in Anführungszeichen, den man jetzt machen muss. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass der DHB irgendetwas nicht versucht hat, sondern der Vorwurf liegt ja eher darin, dass man sagt, man bringt eben ganz viele Menschen aus verschiedenen Hausständen, wenn man es mal so jetzt erklären will,
zusammen. Also nicht nur, ihr seid ja in der MT-Blase im Grunde genommen unter euch. Jetzt bringt man euch mit anderen Spielern aus eurer eigenen Nationalmannschaft zusammen, aber natürlich auch mit denen der anderen Nationalmannschaft. Ihr reist durch Europa, also mit dem Spiel in Estland. Und wir können natürlich jetzt im Nachhinein, da würde ich jetzt auch nicht so gerne drauf eingehen, sagen, ja, jetzt im Nachhinein ist man schlauer. Das ist ja nicht so gewesen. Es gab ja im Vorfeld schon die Warnung. Hendrik Pekeler, auch Axel Gerken bei euch, der gesagt hat, ich habe ein ungutes Gefühl, die 6 Jungs da jetzt loszuschicken. Oder im Grunde genommen waren es ja 9, auch noch 3 andere, plus der Trainer, die durch Europa gereist sind. Auch Timo Kastening etwa hat vor der Reise wohlgemerkt schon gesagt, ich habe die Angst davor, dass diese Länderspiele liegen, in ganz Europa durcheinanderwirbeln werden. Und genau das ist ja jetzt passiert. Ja, das, also das ist schon richtig, definitiv, das sehe ich genau. Das ist schon etwas, was man in Frage stellen kann. Zumal das jetzt auch, okay, es waren Quali-Spiele, ja, aber letztendlich waren das auch Spiele, glaube ich, die man hätte irgendwo verlegen können, auch wenn ich weiß, dass es schwer ist. Aber ob das uns jetzt so viel gebracht hat, diese Woche jetzt unbedingt durchzuführen, ist jetzt auch schwer zu sagen. Also klar, ich weiß, dass Alfred Gislason da unbedingt auf sein Debüt gebrannt hat bei der Nationalmannschaft. Aber trotzdem, es war halt, wie gesagt, im Nachhinein ist man jetzt schlauer. Klar, aber im Vorfeld hat sich das schon abgezeichnet, was dadurch passieren kann. Du hast schon angesprochen mit der Reise nach Estland, wo wir in Estland dann auch gefühlt fast 24 Stunden in Quarantäne im Hotel waren. Das sind alles Dinge gewesen, ich glaube, die hätte man vermeiden können. Letztendlich ist es aber die Nationalmannschaft und da ist, glaube ich, dann auch als Spieler schwer zu sagen, da fahre ich jetzt nicht hin, sondern ich verzichte darauf, weil ich glaube, für jeden ist es nach wie vor immer noch das Größte. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das war übrigens auch bei Timo Kastening so. Ich habe ihn ja eben zitiert, der eben gesagt hat, ich habe zwar Angst davor, dass das alle Ligen in Europa durcheinander wirbelt, aber auf meine Frage, ja, ob er sich denn Gedanken, das war wohlgemerkt vor den Länderspielen, ob er sich denn Gedanken darüber machen würde, eben gar nicht erst anzureisen, sagte er das Gleiche, was du eben auch sagst. Nee, das müssen andere entscheiden und ich brenne darauf, für Deutschland zu spielen und dann spiele ich eben, wenn diese Spiele stattfinden. Ne? Ja. Genau, also genau so sehe ich das nochmal. Eure Fans zermartern sich natürlich auch den Kopf über die aktuelle Situation und wir versuchen ja immer hier in diesem Podcast auch eure Fans zu Wort kommen zu lassen und das machen wir auch jetzt. Fragen vom achten Mann, die Fanecke, präsentiert von Dietz Werbetechnik. Julius, die Fragen kommen heute von MT-Fan Barbara Fritschka, gehen beide an dich und hier ist die erste, du darfst sie direkt gleich beantworten, wenn du möchtest. Was hältst du von Bob Hannings Aussage, dass man seine Karriere beenden soll, wenn Leistungssport zu gefährlich ist? Ja, also das finde ich salopp gesagt, ist auch eine Aussage, finde ich, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren kann. Weil ich finde, das steht einfach eben gar kein Verhältnis zu dem, also wie es halt momentan ist. Das, was er sagt, ich glaube, da braucht man gar nicht großartig drüber sprechen, weil ich will jetzt auch nicht sagen, dass es dann irgendwo lächerlich irgendwie ist, aber letztendlich macht es meiner Meinung nach einfach keinen Sinn, so etwas zu sagen. Ist, glaube ich, ganz einfach gesagt. Ja, es finde ich super, Julius, dass du da so eine klare Meinung zu hast. Ich war ehrlicherweise auch geschockt, als ich die Aussage von Bob Hanning gehört habe. Es ist ein Interview, was er Sport 1 gegeben hat. Also mehr müssen wir dazu nicht sagen. Genau, also ich weiß, er polarisiert ja sehr gerne, gerade auch mit solchen Aussagen, weil ich auch weiß, dass er da auch rigoros ist, wenn es dann um dieses Geschäft geht, wo man ihm aber auch lassen muss, wo er auch ja mit Erfolg hatte in den letzten Jahren, aber trotzdem sind da auch gewisse Dinge bei, die man gerade aus Spielersicht nicht so nachvollziehen kann. Die zweite Frage von Barbara und wir bleiben beim Thema Corona. Und wie stehst du unter jetzigen Bedingungen zu der Handball-WM im Januar in Ägypten? Die Frage der Fragen. Ja, das ist ja momentan ein ganz heißes Thema, wozu ich jetzt auch schon viel gehört habe, viel von anderen Spielern gehört habe. Wir sind auch gerade im internen Austausch, was die Nationalmannschaft bei uns angeht. Also es ist so, ich kann mich auch voll mit der Aussage identifizieren, die der Berater von Hendrik Pekeler zum Beispiel gesagt hat, dass man momentan in Deutschland dafür kämpft, irgendwo im Familienkreise ein Weihnachtsfest zu feiern.
aber dann sich im Januar mit 32 Teams aus aller Welt in Ägypten treffen soll und ein Turnier spielen soll, das kann man nicht so ganz in Einklang bringen, finde ich. Und deswegen, gefühlt ist es für mich irgendwie noch so, dass die WM noch ganz weit weg ist. Dabei ist es ja schon im Januar, das sind nur noch 2 Monate oder fast noch nicht mal mehr 2 Monate. Und es ist ganz, ganz schwierig für mich. Also ich weiß, klar, man kann da besondere Bestimmungen treffen mit sich in sozusagen eine Blase bilden, wo dann alle Teams drin leben für 4 Wochen lang. Die NBA hat es vorgemacht, dass man da tagtäglich getestet wird, man nirgendwo raus darf. Aber es ist halt auch wirklich schwierig durchzusetzen. Ich weiß nicht, ob das den Handball so in das positive Licht rücken würde, wenn man sich in Ägypten trifft, vor leeren Hallen spielt. Ich glaube, die Zuschauereinnahmen sind ja auch ein ganz hohes Gut beim Handball, die eben ausbleiben. Und ich weiß nicht, ob man, wie gesagt, den Handball damit ins positive Licht rückt, weil ich glaube, alle Leute momentan eher dagegen sind, wie dass man eher dafür ist, das zu spielen. Und also ich glaube, hier in der Geschichte geht es jetzt tatsächlich eher um diese 30 Millionen Fernsehgelder, die besonders wichtig sind für den internationalen Verband. Und deswegen soll diese WM wahrscheinlich durchgeboxt werden. Ich weiß, es kommt immer gerne dieser NBA-Vergleich, aber diese Blase, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, die war in der Nähe vom Disneyland, geschaffen wurde. Ihr würdet euch hier in Kairo befinden. Da ist natürlich schwer vorstellbar, eine Blase mitten in Kairo zu bilden. Also da sind noch viele Unwägbarkeiten zu besprechen. Und euer Vorstand Axel Gerken hat ja auch letzte Woche schon auch mir in einem Interview gesagt, boah, also unter den aktuellen Umständen ist eine WM für ihn zumindest aktuell schwer vorstellbar. Also da muss sicherlich noch gesprochen werden. Michel, um dich mit einzubinden, ich habe schon gesagt, ihr seid nicht nur im Handballbereich aktiv als Sponsor, sondern auch in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel bei Schalke 04, bei Bayer Leverkusen, im Eishockey, bei den Kassel Huskies und in der DL2 insgesamt. Du bekommst sicherlich auch ein bisschen was mit. Wie gehen denn diese anderen Sportarten mit der Problematik aktuell um? Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin natürlich kein Virologe, kann da also jetzt natürlich keine medizinische Facheinschätzung zu abgeben. Aber ich denke grundsätzlich, es muss sich jede Sportart für sich ein entsprechendes Hygienekonzept ausarbeiten, was ja eigentlich auch bei vielen Vereinen so auch schon passiert ist oder eigentlich bei allen. Weil dazu unterscheiden sich die Sportarten viel zu sehr. Im Fußball sind offene Stadien, Eishockey kommt die Kälte dazu, Handball ist dann auch wieder eine eigene Sache. Und ich denke, dass alle Vereine auf ihre Weise dort sehr super Arbeit geleistet haben. Ich meine, wir kommunizieren natürlich auch mit unseren Partnern und fragen auch immer mal, wie ist denn der aktuelle Stand bei euch? Da bekommen wir eigentlich in flächendeckend positives Feedback, wo wir einfach auch merken, okay, dort ist sich massiv Gedanken gemacht worden. Es sind teilweise auch hohe Gelder in die Hand genommen worden, um dann den Fans auch schnellstmöglich, sobald die Zahlen wieder abklingen, eine Rückkehr in das Stadion oder in die Arena zu ermöglichen. Michel, super. Ich würde sagen, wir beenden an der Stelle jetzt erstmal die Corona-Problematik. Tausend Dank an die Barbara. Tolle Fragen von Fanseite aus. Julius, auch an dich Respekt. Ich weiß, das ist eine schwierige Problematik, auch als Spieler, weil man natürlich auch niemanden verbrellen will, auch nicht vom DAB. Aber ich fand es toll, dass du so klare Ansichten hier auch geäußert hast. Ist ganz wichtig in der Geschichte. Aber das Stichwort hat Michel eben schon gebracht. Wir sind alle keine Virologen, also er nicht und Julius, du auch nicht. Und deswegen, weil wir hier auch keinen Medizin-Podcast machen, sondern wir über Handball und den Menschen, Julius Kühn, natürlich auch sprechen wollen, machen wir das jetzt. Und das machen wir hier sehr gerne im Podcast, indem wir Mannschaftskollegen und Verantwortliche zu Wort kommen lassen, die uns so ein bisschen so ein paar persönliche Einblicke geben in den Menschen, mit dem wir es hier zu tun haben. Und das machen wir jetzt. Und hier ist MT-Vorstand Axel Gerken, der uns versucht, den Julius mal als Typ zu beschreiben. Julius ist ja Rheinländer und insofern auch eine Frohnatur, würde ich sagen, nimmt die Dinge nicht immer ganz so schwer und ich glaube, dass das echt ein Vorteil ist und ich finde dieses Naturell wirklich sehr erfrischend und angenehm. Und insofern ist er natürlich mal abgesehen von seiner sportlichen Qualität, die natürlich außer Frage steht, insofern auch total wichtiger Faktor für unser Team und für unseren Club insgesamt.
Das heißt, er hat so ein bisschen den Schalk im Nacken, wenn er in die Kabine kommt? Ja, das hat er auch, aber er weiß natürlich schon auch, wenn es gilt und es ernst wird, logischerweise. Aber Rheinländer zeichnen eben sich dadurch aus, nicht alles so total bierernst immer zu nehmen. Und das zeigt sich auch in seinem Spiel ab und an, würde ich sagen. Und das ist für mich eine grundsätzlich positive Eigenschaft. Also Julius, übersetzt heißt das hinten raus, Axel verzeiht dir den ein oder anderen Fehlwurf, weil du eben eine Frohnatur bist, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, was heißt das denn, der letzte Satz? Dass ich alles etwas lockerer sehe, auch in meinem Spiel. Na gut, ich sehe es mal positiv. Nee, aber hat er definitiv recht mit, ist schon richtig. Wie gesagt, das kann man positiv sehen. Jetzt kann man auch ab und zu mal zum Verhängnis werden. Jetzt nicht nur gerade, was den Sport angeht, sondern vielleicht auch im privaten Leben. Gerade auch zum Beispiel ist ja ein aktuelles Thema mit dem Virus. Habe ich nicht immer mich so ernsthaft mit beschäftigt, aber man hat immer das Gefühl, okay, mich kann es ja eh nicht treffen. Plötzlich ist es dann doch ganz nah und dann sollte man sich doch mal damit auseinandersetzen. Ja. Wie kommt ein Rheinländer ohne Karneval aus? Session heißt es, glaube ich. Session, ne, bei euch? Nee, Karneval. Karneval, ja, also wie kommst du, bist du ein Karnevalsfreak als Rheinländer wahrscheinlich zwangsläufig, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Alleine auch aus meiner Zeit, wo ich in Gummersbach gespielt habe, dann wurde es natürlich auch in Köln extrem gefeiert. Bei uns in der Gegend, da wo ich herkomme, da wird es natürlich auch in jeglichem Dorf gefeiert. Ich bin jetzt hier in Kassel im Februar noch nicht unterwegs gewesen, da wir meistens zu der Zeit Spiele hatten. Ich glaube, da gibt es im Düsseldorfer Hof immer eine ganz gute Party. Aber sonst habe ich leider in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr ganz so viel damit am Hut gehabt, sondern eher... Nordhesse feiert Karneval eher innerlich. Ja, genau, so war es bei mir auch. Oder ich habe es dann mit meinen Jungs über Social Media mitgefeiert, wenn ich dann irgendwelche Videos zugeschickt bekommen habe. Also müssen wir kurz erklären, also du bist in Duisburg geboren, hast mit 6 Jahren angefangen Handball zu spielen beim TV Aldekerk, das liegt zwischen Duisburg und der niederländischen Grenze, bist mit 15 Jahren in den Nachwuchs der HSG Düsseldorf gewechselt, bist dort A-Jugendmeister geworden, parallel zu deiner A-Jugendzeit hast du schon Einsätze in der ersten Mannschaft gehabt, in der zweiten Bundesliga der HSG Düsseldorf. Das war, wie soll man sagen, eine aufregende Zeit damals. Es ging allerdings vor allem finanziell drunter und drüber bei der später dann insolventen HSG Düsseldorf. Bist im Januar 2012 zum TuS Essen gewechselt, hast da ebenfalls A-Jugend und erste Mannschaft gespielt, bist aufgestiegen in die Bundesliga. Übrigens ganz interessant, damals mit Fabian Böhm, Niklas Pitschkowski, Ole Ramel. Also das war eine richtig gute Truppe, die er damals in Essen beisammen hatte. Ja, richtig. Also jetzt im Nachhinein, wenn man drauf schaut, hatten wir schon eine schlagkräftige Truppe zusammen. Wir waren halt damals noch alle ein paar Jahre jünger. Absolut. Und wussten nicht so genau, wo es in der Zukunft uns verschlagen wird. Aber letztendlich eigentlich eine echt gute Mannschaft. Absolut. Im Jahr drauf ging es dann für dich mit dem TuS wieder runter in die zweite Liga. Hast noch ein Jahr da gespielt und bist dann, das hast du eben schon angesprochen, 2014 zum VfL Gummersbach gewechselt. Ich glaube, das war so dann, damit warst du endgültig angekommen in der Bundesliga, oder? Genau, richtig. Also ich hätte gerne damals schon nach dem Jahr in Essen, wo wir Bundesliga gespielt haben, wäre ich gerne in der Bundesliga geblieben. War damals auch schon im Kontakt zum Beispiel mit dem TBV Lemgo, aber auch immer so ein bisschen mit Gummersbach. Letztendlich war es so, dass ich dann leider nicht den Verein verlassen durfte in Essen. Weil halt der Verein, weil die Mannschaft sich so ein bisschen aufgelöst hatte, sind viele Spieler in der ersten Bundesliga geblieben. Dann haben sie versucht, noch so ein gewisses Konstrukt beisammen zu halten. Da hat es dann, was heißt, mich getroffen. Das hört sich jetzt so negativ an. Ich habe unheimlich gerne bei TuS Essen gespielt. Aber letztendlich war man dann eben auf dem aufsteigenden Ast als junger Spieler. Man wollte unbedingt in der ersten Bundesliga weiterhin spielen. Bin dann eben da geblieben. Aber dann nach dem Jahr noch in der zweiten Liga kam dann wieder das Angebot aus Gummersbach und dann konnte ich mich festbeißen in der ersten Bundesliga. Ja, der TuS ist zurück in der Handball-Bundesliga, also freust du dich sicherlich auch vor allem auf die beiden Spiele in dieser Saison noch gegen den Ex-Club. Das
Das definitiv, genau. Also das hat mich extrem gefreut, dass die wieder aufgestiegen sind. Was ganz interessant ist, zum Beispiel damals, als wir in der ersten Bundesliga mit Tulsa gespielt haben, da war noch ein gewisser Christian Prokop, unser Trainer. Ja, ja, richtig. Genau, der danach dann nach Leipzig gewechselt ist. Aber wie gesagt, ja. Ja, lass uns kurz bei der Personalie ruhig bleiben. Das ist nämlich ganz interessant. Also bist dann 2017, um das zu Ende zu bringen, zur MT gewechselt. Mir ist aber genau das auch aufgefallen, was du gerade angesprochen hast. Du hast fast ausschließlich mit jungen Trainern immer zu, also mit relativ jungen Trainern zu tun gehabt. Ronny Rogawska. Ja, genau. Während deiner Düsseldorfer Zeit. Genau. Christian Prokop in Essen, später dann auch noch im Nationalteam ja nochmal mit Prokop zusammengetroffen. Emir Kurtagic, dein Trainer in Gummersbach, auch noch ein junger Kerl gewesen. Bruder übrigens von Sehat Kurtagic, der ja auch bei der MT mal gespielt hat. Ja, und dann eben Heiko Grimm später in Melsung. Es gab lediglich zwei Ausnahmen, was so erfahrenere Coaches angeht, nämlich den Michael Roth. Jetzt musst du aufpassen, wie du dich ausdrückst. Ja. Erfahrene, also nicht alte, erfahrene Coaches. Ja. Ja. Michael Roth und eben jetzt Gudmundur Gudmundsson. Musst du dich so ein bisschen umgewöhnen von der jüngeren auf die erfahrenere Trainergeneration? Ja, das ist schon ein Stück weit richtig, weil junge Trainer sind ja meist so, dass sie sehr viel Input bringen wollen, dass sie irgendwo, ja, was heißt, was Neues machen wollen, aber manchmal ist irgendwo das Prozedere viel vielleicht auch, weil man sich eben nichts vorwerfen lassen möchte, wenn vielleicht mal ein Spiel verloren geht, dass man da ja irgendwo versucht hat, alles richtig zu machen und deswegen vielleicht manchmal noch mehr macht, als eigentlich nötig ist. Aber ich glaube, das ist ganz normal, ist ganz menschlich, wenn vielleicht noch ein bisschen Erfahrung fehlt. Da sind andere Trainer bei gewesen, die haben das eben dann nicht so gemacht. Aber letztendlich war es eigentlich immer eine ganz gute Mischung. Ich bin jetzt aber nie danach gegangen, okay, ich muss zu einem Verein hingehen, wo ein junger Trainer ist. Also das war jetzt nie ausschlaggebend für mich. Zufall. Und so wie es aktuell bei uns ist, bei der MT mit Gudmi, ich glaube, das ist ein unheimlicher Gewinn für uns als Verein und gerade für uns als Mannschaft, einer, der uns extrem gut tut. Wo es aber auch so ist, zum Beispiel, eigentlich jetzt genau der Gegenteil von dem, was ich gerade eben beschrieben habe. Er ist einer, der extrem viel Input bringt, obwohl er jetzt, gut ausgedrückt, nicht mehr der Jüngste dann im Trainerjob ist. Aber trotzdem, so einen brauchen wir für unsere Mannschaft, der uns da mal so ein bisschen, auf Trab hält und deswegen ist es momentan, glaube ich, ganz gut. Ah, das ist aber ganz interessant, weil das sagt man ja auch immer, diese jüngeren Trainer sind so, das Schlagwort ist immer diese Laptop-Trainer, aus Trainerseminaren irgendwie vor allem zehren. Wie soll es auch anders gehen, weil sie die Erfahrung noch nicht haben? Während dann die älteren Trainer möglicherweise, das ist jetzt salopp formuliert, ein bisschen aus dem Krieg erzählen und quasi ihre Erfahrungen der letzten 10, 15 Jahre auch an euch weitergeben können? Genau, also man sagt auch immer gerne, Theorie und Praxis ist da ja auch immer irgendwo. Also theoretisch wird uns immer dann viel vorgegeben, aber die praktische Umsetzung, die ist dann irgendwo nicht ganz so erfolgreich. Deswegen, ich glaube, es ist ganz gut, auf die altbewährten Dinge da zu achten und drauf zu bauen und immer wieder irgendwo neue Input zu bringen. Weil ich glaube, eine ganz gute Mischung, die macht es aus, wenn man jetzt sich nur auf die altbewährten Dinge jetzt drauf setzt. Ich glaube nicht, dass es dann unbedingt, was die Zukunft angeht, sehr erfolgsversprechend ist, weil man sich ja halt doch irgendwo anpassen muss und gerade auch der Handball eine extreme Entwicklung genommen hat. Absolut. Also ich kann da auch das, was du gerade geschildert hast, dass Gudmundsson da ein gutes Beispiel dafür ist, dass sich auch ein erfahrener Trainer neuen Methoden bedient. Das kann ich nur bestätigen. Das hat er mir auch mal gesagt. Er sagt, Mensch Gott, vor 15 Jahren habe ich eben noch alleine oder mit einem Co-Trainer maximal an der Bande gestanden und habe halt irgendwie die Jungs alleine trainiert. Heute brauche ich eben den Athletik-Coach noch nebenbei und ich brauche noch den Torwarttrainer nebenbei, weil ich das alles gar nicht mehr alleine handeln kann. Das zeigt ja, dass auch ein Gudmi natürlich schon weiß, dass er da mit dem Lauf der Zeit gehen muss. Wenn wir Heiko Grimm übrigens erwähnt haben eben, das dürfen wir an der Stelle auch mal erwähnen, der hat heute Geburtstag. Also nochmal, wir zeichnen am 18. November auf und Heiko Grimm hat heute Geburtstag. Ich habe schon gratuliert. Hast du schon? Oh ja, dann in diesem Sinne. Ich habe schon gratuliert. Ah.
Dann in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag natürlich. Dann habe ich jetzt auch gratuliert. Ja, ich hoffe, er hört uns zu. Ja. So, wir bleiben aber bei dir, Julius. Wir schauen noch ein bisschen weiter auf dich als Mensch, Julius Kühn. Felix Danner mit einer Charakterstudie à la Felix zu Julius Kühn. Sehr ruhiger Typ, der nicht so sehr aus sich rauskommt, aber er kann auch anders und er zeigt das dann auch im Spielfeld. Wenn er dann explodiert und werfen darf, ist natürlich überragend. So ein Typ ist das. Ist ja eher ungewöhnlich für einen Shooter, dass er so zurückhaltend ist. Ja, der könnte ja sozusagen sehr egozentrisch sein, sich selbst in den Mittelpunkt stellend. Ist aber gar nicht der Fall. Also das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, dass er sich im Mittelpunkt stellen will. Also er versucht schon für die Mannschaft zu arbeiten und in der Kabine ist er auch nicht der lauteste. Also von daher, er ist zurückhaltend, ich glaube, er weiß, was er kann. Und das zeigt er dann auf dem Spielfeld und was dann hinterher passiert, das zeigt er vielleicht mit seiner Uhr. Aber er ist ein ganz angenehmer Typ. Was ist mit seiner Uhr? Ja, das kannst du ihn ja fragen, was für eine Uhr er hat. Ja, das machen wir jetzt. Wie spät ist es denn, Julius? Ich glaube, das lassen wir besser außen vor. Ich weiß auch nicht, was der Felix da generell von sich gegeben hat. Ich glaube, der wusste einfach nicht so recht, was er erzählen sollte. Vielleicht, weiß ich nicht, hast du ihn interviewt nach den ersten 4 Wochen, wo ich hier zu MT gestoßen bin, oder ist das Interview noch ganz aktuell? Ja, es ist relativ neu, also von vor der Länderspielreise. Oh, jetzt ist es gerade so, dass Jenny Bajerke hier ist. Die muss nämlich einen Corona-Test bei mir machen. Jetzt? Zwischendurch? Genau, jetzt gerade will sie den Abstrich machen, ja? Ist so, dass wir jetzt heute auch getestet werden. Das geht vor. Julius, das geht vor. Also die ist jetzt gerade dabei. Gesundheit ist wichtig. Geht das nebenbei oder sollen wir kurz unterbrechen? Natürlich, ja, die ist so professionell da drin, die kriegt das innerhalb von 10 Sekunden. Ehrlich, also wenn du jetzt gleich komisch klingst, das haben wir ja gehört, solche Corona-Tests, Jenny, willst du nichts sagen, die eigentlich klingen manchmal ein bisschen eklig, wenn dieses Stäbchen da hinten in den Hals gehalten wird, dann bekommen wir keinen Schreck. Ja. Ich wollte gerade sagen. Grüße an Jenny übrigens. Ja, Grüße an dich, Jenny. Möchtest du irgendwas sagen hier beim Podcast? Oder? Nee, du siehst sehr fit aus. Bitte? Und ich freue mich. Du freust dich, ja, natürlich. Wer freut sich denn da nicht? Frag sie doch mal, ob sie jetzt euch alle nacheinander quasi abfrühstückt. Also macht sie jetzt so eine Kasseltour und geht bei jedem Spieler mal klingeln? Das macht sie gerade, ja. Du machst gerade die Kasseltour, richtig, Jenny? Mhm. Ja, genau. Aber da ist jetzt schon 10 vor 12 ist, glaube ich, dass Jenny lange geschlafen hat und jetzt gerade erst bei mir anfängt. Der hat sich da auf der faulen Haut wieder ausgeruht, wahrscheinlich. Ja, dann los, komm. Ja, das bitte auch. So, okay, wir warten jetzt einen kleinen Moment. Also jetzt nehme ich an, wird das Stäbchen. Jetzt passiert's, Achtung. Haben jetzt nicht wirklich was gehört, ne? Ah, ist auch noch, oder? Interessant. Also einmal live bei so einem Corona-Test dabei zu sein. Das ist aber leider nicht so ein Schnelltest, ne? Wo es ist nicht wie beim Schwangerschaftstest, dass du jetzt an der Farbe gleich erkennst, was los ist. Oh, jetzt steckt das. Das war die Nase, ja. Ja, großartig. Also, aber ich habe gerade gefragt, es ist leider nicht so ein Schnelltest, wo du gleich aufgrund einer Farbe irgendwie weißt, du bist schwanger oder nicht. Ne? Nee, das ist es nicht. Die stehen ja auch ein bisschen in der Kritik, glaube ich, die Schnelltests, weil die nicht ganz so zuverlässig sind. Da haben wir auch schon ein paar von gemacht. Da waren wir bis jetzt alle immer negativ. Aber das war jetzt ein ganz normaler PCR-Test. Ja, drücken wir die Daumen, dass es so bleibt. Großartig, also da mal live dabei gewesen zu sein. Dankeschön. Ja, wunderbar. Also, okay, die Uhr lassen wir weg oder was als Thema? Also, das Hintergrund ist, der Felix hat mir gesagt, der Julius ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Der hat jetzt keine extravaganten und teuren Klamotten an. Das Einzige, wo er so ein bisschen drauf achtet, ist seine Uhr. Da geht es um die Marke. Die fängt vorne mit Roh an und hört hinten mit Lex auf. Naja, das ist eine Wertanlage, sagen wir es so. Ein Erbstück. Genau, richtig, ja. Genau, richtig. Ja, okay, richtig. Dann belassen wir es dabei. Also, der Felix ist aber natürlich auch so nett gewesen und hat uns weitere Qualitäten von dir erzählt. Ja, er hat einen Putzfimmel seit Neuestem. Er hat den Job des Kabinenwarts, also er muss die Kabine sauber halten. Und ja, funktioniert noch nicht ganz so gut.
Weil er die Kabine sauber haben will oder weil ihr wollt, dass er sie sauber macht? Wir wollen, dass er sie sauber macht. Was ist der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist einfach, dass er nicht so wirklich sauber macht. Jetzt musst du uns auf die Sprünge helfen. Also bist du putzfähig geworden, weil du besonders akkurat und sauber bist zu Hause oder gerade, weil du es eben nicht bist und deswegen diszipliniert werden solltest? Naja, all die Kräfte, die ich mir hier zu Hause spare, was das Putzen angeht, die lasse ich dann halt in der Kabine raus. Also eigentlich ist es so. Naja, es ist so, also hat Felix schon richtig gesagt, die Mannschaft möchte es halt immer gerne, also was ist die Mannschaft? Es gibt da, glaube ich, immer ein paar spezielle Typen, die mir da immer irgendwo einen reinwirken wollen, weil wenn man sein Amt nicht ausführt, muss man ja bezahlen. Und da sind sie immer irgendwie, habe ich das Gefühl, strikt bei mir hinterher, dass ich da ja meine Beiträge hochhalte. Du füllst die Mannschaft. Wobei ich auch ein Lob an Felix aussprechen muss. Der hat mir da zuletzt sogar schon mal unter die Arme gegriffen, hat mir geholfen, hat da er sogar schon mal mitgeputzt. Und naja, letztendlich ist die Ansage, ich muss zweimal im Monat die Kabine sauber machen. Mit was denn? Also mit dem Staubsauger, mit dem Wischmopp oder? Nee, mit dem ganz normalen Besen, ja. Und mit dem Kehrblech danach. Also ich muss da jetzt nicht nass durchwischen, aber wenn man zweimal im Monat die Kabine sauber machen muss, dann können es ja auch zwei aufeinanderfolgende Tage sein. Damit ist der Job erledigt. Wenn dann letztendlich nach 3 bis 4 Wochen wieder die Kabine dreckig aussieht, habe ich dann trotzdem meinen Job erledigt. Ja, das stimmt. Also dann ist wohl irgendwas in der Planung schiefgelaufen oder Tobi hat es halt falsch in den Strafenkatalog reingeschrieben. Alles Auslegungssache. Ja, genau. Also ist einfach nur logisches Denken. Ganz, ganz einfach. Also Michael, du weißt jetzt Bescheid. Also wenn ihr bei euch mal einen Putzgeschwader braucht oder so, einfach bei Julius angerufen und dann fegt er die Firma. Dann mich nicht also, anrufen, richtig. Ja. Das hätte ich jetzt mir so aufs To-Do geschrieben. So, wir haben eine weitere Leidenschaft aber von dir. Also okay, du trägst gerne mal eine extravagantere Uhr, du putzt die Kabine und Axel Gerken erklärt uns eine deiner großen Leidenschaften. Also ich weiß, dass Julius auf jeden Fall großer Motorsportfan ist und sich da, glaube ich, mit seinem Auto auch so einen kleinen Traum erfüllt hat, mit seinem eigenen Auto, aber ansonsten auch großer Anhänger von Formel 1 und Kart und alles, was damit zusammenhängt. Dass er ehrlich gesagt einen Uhrentick hat, war mir noch nicht so klar, aber auch ich lerne ja nicht aus. Also dass du ein Autofan bist, das darf ich bestätigen, das hört man. Vor und nach dem Training. Also wenn du vor Ort die Halle fährst, das hört man, ja? Ja, das ist definitiv richtig. Aber es ist nicht so, dass ich damit irgendwelchen Leuten was zeigen will, sondern es ist einfach, weil ich das, also mir gefällt es einfach extrem. Also mir gefällt Formel 1 zum Beispiel, mir gefallen hochmotorisierte Autos. Ist einfach ein Fable, das ich habe. Du bist Handball-Europameister 2016 geworden, bist ein großer Kart-Fan, haben wir eben auch gehört. Hast du da auch schon Titel gewonnen, beim Kartfahren zum Beispiel? Naja, Titel noch nicht. Also ist es tatsächlich so, dass ich ein eigenes Rennkart besitze. Ah. Also nicht zu vergleichen mit den normalen Karts, die man jetzt irgendwo ausleihen kann, beziehungsweise wenn man mal Kartfahren geht, dann bekommt man ja so eine ganz normalen Leihkarts. Ja. Damit habe ich auch mal angefangen, habe mich dann irgendwie reingesteigert, habe extrem Spaß dran gehabt und habe mir dann so ein Rennkart gekauft. Wo fährt man damit rum? Ich fahre damit in Büren. Das ist nämlich die nächstgelegene Strecke, wo man mit so einem Rennkart fahren darf, weil man damit nicht auf den normalen Strecken fahren darf. Genau, ist leider ein bisschen weiter weg von uns aus hier. Das sind immer 45 Minuten Autofahrt. Deswegen ist es nicht ganz so leicht, da immer sich einen Tag zu verbringen. Aber wenn dann mal Zeit ist, gerade im Sommer, dann mache ich das doch mal ganz gerne. Ja, also ab auf die A44 Richtung alte Heimat. Da ist dann Büren, genau, richtig, halber Strecke. Genau. Also du fährst aber nicht nur gerne schnell Auto und Kart. Du bist, das habe ich gehört, auch ein richtig guter Dartspieler. Und passend dazu verrät uns Finn Lemke weitere Insider-Details zu dir. Julius ist auf jeden Fall ein Typ, der mehrere, ich glaube, so viele Spitznamen hat, die kann man gar nicht mehr zählen. Also Jackpot, Dr. J, der König. Ich glaube, er müsste vielleicht mal jetzt im Podcast auch mit allen Spitznamen mal aufräumen, die es so gibt. Also kurzer Hinweis, den Ton habe ich natürlich vor Finns Corona-Befund eingeholt, also vor der Länderspielreise. Gehen wir mal die Spitznamen durch, die er da gerade genannt hat. Also Jackpot, das hat er mir verraten, das hat nämlich was mit Dartspielen zu tun. Ja, das ist richtig.
Da gibt es einen Spieler, der heißt Adrian Jackpot Lewis. Das ist ein Dartspieler. Der Name kam zustande 2016 während der Olympiade in Rio. Da sind wir mit, ich glaube, 6 Spielern zusammen immer in einer so einer Wohnung dann drin gewesen, im Olympischen Dorf. Und bei uns ist es eben so gewesen, dass wir 5 Spieler plus ein Physiotherapeut waren. Und wir hatten da eben eine Dartscheibe auf dem Balkon. Die haben wir uns da aufgebaut. Und da habe ich viel an der Dartscheibe mit Henrik Pekeler, Silvio Heinevetter und Uwe Gensheimer verbracht. Und eben unser Physiotherapeut, der das immer eifrig kommentiert hat und verfolgt hat. Und ich weiß nicht, wie er darauf kam, aber plötzlich sagt er nur gesagt, ja, Julius, du bist der klassische Jackpot. Und seitdem hat er nicht mehr aufgehört damit und alle haben sich irgendwo dann dran gehangen. Und die Pfeile, die damals nicht an der Dartscheibe gelandet sind, sondern vom Balkon runter ins Swimmingpool geflogen sind, fischt man heute noch aus dem Wasser? Ja, so kann man sagen. Ich glaube, in so einem olympischen Dorf passiert ja sowieso so einiges, von daher, Das ist einen eigenen Podcast wert. Ja. Genau, ja. Dr. J, was ist mit dem Spitznamen? Ach, der ist schon uralt. Den habe ich zu meiner Jugendnationalmannschaftszeiten von Christian Schwarzer bekommen. Mhm. Weil wir da irgendwie das öftere Mal nach dem Training noch Basketball gespielt haben. Und Blackie so einer war, der auch sehr NBA-affin ist, beziehungsweise auch ein Faible für Basketball, NBA hatte. Irgendwie dann immer gegen mich 1-gegen-1 spielen wollte. Oder wenn wir zum Aufwärmen Basketball gespielt haben, hat Blackie Schwarzer selber auch mitgespielt. Und er hat immer gesagt, er ist dann im übertragenen Sinne Michael Jordan und ich wäre sein größter Rivale, Dr. J. Ah, stark. Ja. Also der Basketballspieler, Julius Erving. Stark. Und der König? Ja, daher kommt das, genau. Der König, hat das was mit deiner Position zu tun? Also als Halblinker? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber das ist eine Geschichte, die man jetzt nicht groß weiter ausführen muss. Es geht dabei auf jeden Fall auch um Olympia. Die Geschichte interessiert uns vor allem. Das geht auch um Olympia. Den Namen habe ich von Silvio Heinevetter. Und da war eben der besagte letzte Abend in Rio, wo wir das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen haben, woraus dann eben dieser Name resultiert ist. Okay. Wie genau ich jetzt auf den Namen gekommen bin, daran kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Ja, hattest du zu viele Kaltgetränke, schon intus? Das weiß ich nicht. Wir haben eine weitere Rubrik hier bei uns im Podcast. Das ist die sogenannte Satzergänzung. Du bekommst von mir 5 Halbsätze und sollst die dann irgendwie inhaltlich und grammatikalisch sinnvoll ergänzen. Und das machen wir jetzt. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung, präsentiert von Dietz Werbetechnik. So, der erste Halbsatz, Julius, an dich. Aprilscherze, finde ich. Nervig. Der Hintergrund ist klar, du bist am 1. April geboren, hast dir wahrscheinlich in der Jugend den ein oder anderen Aprilscherz dann um die Ohren hauen lassen müssen. Ich kenne ja so gut wie jeden April-Scherz mittlerweile. Wurde schon des Öfteren mal an meinem Geburtstag übers Ohr gehauen. Und deswegen, irgendwann ist es dann bei mir auch ausgelutscht gewesen. Okay, also dann wollen wir auch gar nicht weiter nachfragen, welchen April-Scherz du besonders dumm findest. Kommen wir zum nächsten Satz. Finn Lemke hat hier im Podcast versprochen, die MT nicht zu verlassen, bevor er einen Titel hier gewonnen hat. Das gilt für mich. Das gilt für mich ebenso. Ich glaube, ich habe das sogar gesagt bei meiner Vertragsverlängerung. Bis 2024. Bis 2024. Und habe eben dann für mich auch da entschieden mit dieser Verlängerung, dass ich ja noch eine Weile hier bin. Und was ja auch eine, glaube ich, ganz wichtige Zeit ist, gerade in dem Handballalter von 25 bis 30, ist man ja in seiner besten Verfassung. Du bist jetzt 27 übrigens, ja. Genau, ich habe immer gesagt, ich möchte auf Vereinsebene auch mal Titel gewinnen. Und wir sind ja eigentlich gerade, was zum Beispiel den DHB-Pokal angeht, jetzt ganz gut dabei. Und mal sehen, was dann dabei rauskommt. Mit einem Fragezeichen natürlich versehen, ob das Final Four dann im Februar gespielt werden kann. Aber absolut, ihr habt in diesem Jahr noch die Titelchance. Ja. In der Bundesliga ja auch übrigens. In der Bundesliga definitiv, klar. Ja.
Dritter Halbsatz, mein bislang schönster Handballmoment war? Boah, da streite ich mich immer drum. Entweder die Europameisterschaft 2016, klar. Oder eben, für mich war eigentlich immer das Größte die Olympiade. Und da haben wir leider nur Bronze geholt, wo wir im Halbfinale knapp mit einem Tor gegen Frankreich verloren haben. Deswegen tue ich mich dabei schwer, mich auf einen von diesen beiden festzulegen, weil ich dann doch das Gefühl habe, gerade was die Olympiade angeht, da bin ich, was heißt mehr involviert gewesen, aber da ist man von Anfang an dabei gewesen, hatte da dann auch irgendwo mit eine tragende Rolle in der Mannschaft und man hatte irgendwie das Gefühl, man hat eine größere Hand mit an diesem Erfolg gehabt. Mhm. Mein größtes Handballvorbild war oder ist? Habe ich eigentlich so richtig nie gehabt. Also ich kann mich erinnern, dass ich früher, wo ich noch sehr jung war, habe ich immer Ica Romero nachgeeifert. Mhm. Wobei, wenn ich ihn jetzt heute mit mir vergleichen würde mit dem Spielstil, dann passt das irgendwo ganz und gar nicht zusammen. Mhm. Genau. Okay. Ja, und letzter Halbsatz. Wenn ich in der Halbzeit eines Handballspiels jemals wieder auf die Toilette muss, dann? Dann beeile ich mich. Also ist klar, es geht zurück auf diesen Hauptrundenauftakt bei der EM im Januar dieses Jahres gegen Weißrussland. Du warst in der Halbzeit in der Kabine auf dem Klo. Im Nachhinein muss man sagen, ein bisschen zu lange, zumindest so lange, dass alle schon wieder draußen in der Halle waren. Als du nämlich vom Pott runtergekommen bist, war die Kabinentür zu und du kamst nicht mehr rechtzeitig aus der Kabine. Wie ging es weiter? Naja, also es ist halt so, ich versuche immer gerade an einem Spieltag, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Tick von mir, besonders viel zu trinken. Und gerade dann immer, wenn dann noch eine gewisse Anspannung mit dazukommt, eine gewisse Nervosität, dann muss ich auch vor dem Spiel extrem oft auf die Toilette. Und ich versuche, ich weiß nicht, es ist einfach ein Tick von mir, ich versuche einmal in der Halbzeit dann nochmal zu pinkeln. Weil ich eben so viel Wasser zu trinken. Ja. Und gut, in dem Weißrussland-Spiel war es eben so, dass man mich da vergessen hat, weil die Toiletten auch ein bisschen weiter hinten in der Kabine durch waren, dass man es auch mal leicht vergessen kann. Ja. Und dann, irgendwann kam ich raus, habe gesehen, okay, die Kabine ist zu. Da war mir, glaube ich, schon klar, die wird wahrscheinlich jetzt auch verschlossen sein. Zum Glück war dann da so eine Art Security vor der Kabine. Die mich dann ja wie ein Verrückter gegen die Tür klopfen gehört hat und dann schnellstens unserem Teambetreuer Oliver Rorgisch Bescheid gegeben hat, sodass ich dann doch noch pünktlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit wieder auf der Platte stand. Sehr schön, sehr schön. Ja. Das Schöne für uns ist natürlich, dass du ja nicht der Einzige bist, der davon erzählen kann, sondern es waren natürlich auch noch ein paar Mannschaftskollegen mit dabei. Einer davon ist dein jetziger Mannschaftskollege bei der MT, Timo Kastening, damals noch bei Hannover gespielt. Und Timo erinnert sich eben auch an diese Situation. Ja, tatsächlich habe ich das im Laufe des Spiels oder im Laufe der Halbzeit gar nicht mitbekommen. War dann nach dem Spiel in der Kabine und als das angesprochen wurde, habe ich auch selbst ein bisschen verdutzt aus der Wäsche geschaut. Deswegen ist das mir so gar nicht in Erinnerung geblieben. Wobei jetzt ab und zu, wenn der Julius nochmal auf die Toilette geht, schaut man dann nochmal zweimal nach, ob er dann auch wieder auf dem Spielfeld steht, wenn die Halbzeit losgeht. Ja, musst du immer das Handy jetzt mit aufs Klo nehmen? Nee, es ist sogar so. Da wäre zum Beispiel gut gewesen, wenn da Silvio Heinevetter mit dabei gewesen wäre, weil er immer fast der Letzte ist, der aus der Kabine geht. Oder eigentlich ist es immer der Letzte. Ich glaube, das ist auch so ein Tick von ihm. Und er ruft dann immer alle raus. Also er macht es jedes Mal, auch wenn sogar noch die Trainer und alle, glaube ich, drinstehen. Ja? Und dann hätte ich mich natürlich melden können, aber so wurde mir halt keine Beachtung geschenkt. Okay, also jetzt aktuell wird es nicht mehr passieren, weil du Security... Richtig, quasi richtig. Jetzt kann ich mich auf Heine verlassen. Der hält da die Hand über mich. Großartig. Hast du die letzte Folge von 60 Minuten Podcast gehört mit Michael Allendorf? Die habe ich nicht in vollen Zügen. Ja, also ich habe so das Wesentliche aus dieser Folge jetzt für dich nochmal zusammengefasst. Ja. Wir haben uns natürlich damals vor allem mit Michael Allendorf beschäftigt. Der wiederum hat sich aber auch mit dir beschäftigt in dieser Folge. Und hör mal rein, hier ein Ausschnitt aus der letzten Folge mit Michael Allendorf.
Und wenn du halt neben dir so einen Julius Kühn hast, der ganz oft nur das Tor vor seinen Augen sieht und auch mal aus 15 Metern drauf schrubbt, dann kommt da der Linksaußen vielleicht nicht so oft ins Spiel. Aber es gibt natürlich auch andere Spiele, da kommen wir öfter zum Einsatz. Und und ich sage aber trotzdem, wenn wir die Spiele gewinnen und Julius wirft von mir aus 25 Mal aufs Tor, dann soll mir das auch recht sein. Dann laufe ich auch mal 60 Minuten hoch und runter und kriege keinen Ball. Ja, jetzt darf ich auch so aus dem Nähkästchen mal plaudern. Also, und die Presseplätze in der Rothenbachhalle zu Nicht-Corona-Zeiten befinden sich am Spielfeldrand. Und da kriegt man natürlich manchmal unwillkürlich auch so ein paar Sachen mit dir so untereinander kommuniziert. Und ich glaube, ich erinnere mich irgendwie mal von dir gehört zu haben, nachdem Julius wahrscheinlich gefühlt den 25. Wurf aus 15 Metern gewagt hat, dass du ihm, glaube ich, mal darauf hingewiesen hast, dass er mal durchzählen soll, dass du da links außen durchaus noch dabei bist. Ne? Ja, das wird dann immer noch deutlicher, wenn man so ein Spiel im Nachhinein analysiert. Und das machen wir auch ganz oft. Und hält dann ab und zu mal so im Angriff an, wenn der Halblinke einen Abschluss sucht. Und dann ist oft so der Ausschnitt, dass die linke Ecke gar nicht mehr auf dem Bild ist. Mhm. Und dann sagt aber unser Trainer, aber Jungs, guck mal, da steht noch einer. Also wir sind sieben Feldspieler oder sieben Spieler auf dem Feld und der Linksaußen steht da noch in der Ecke. So, da kann es ab und zu mal gewesen sein, dass ich Julius da vielleicht freundlich darauf hingewiesen habe. Ja. Ja, sehr nette Geschichte, Julius. Also jetzt kannst du uns aufklären, warum ignorierst du Michael Allendorf? Naja, also es hat zum einen erstmal damit zu tun, ob man Vertrauen in seine Mitspieler hat. Ob man Vertrauen in seinen Linksaußen hat. Jetzt kann man sich seine Geschichte daraus selber malen. Nein, es ist natürlich so, klar, ich wusste gerade am Anfang, vor 2-3 Jahren zum Beispiel oder vor 1-2 Jahren, da war mein Spiel jetzt mit dem Linksaußen noch nicht das Beste. Aber ich muss auch sagen, es ist einfach so, ganz oft haben wir Spielsituationen, wo ich immer über die Mitte komme, meistens ist dann sogar, stehe ich sogar noch nicht mal auf halb links, sondern meistens dann irgendwo der Mittelmann zum Beispiel, der auch auf halb links steht. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber es ist einfach ganz oft so, das sehen wir auch ganz oft bei uns in den Videos. Und es hat auch irgendwo immer mit unserem Spielsystem zusammen zu tun, was wir für Auslösehandlungen spielen. Und naja, es hört sich blöd an, aber wir hatten bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren haben wir bei uns auch nicht die stärksten 1-gegen-1-Spieler, sodass man jetzt in die Tiefe kommt, Lücken reißt und dann bis außen abräumen kann. Sondern bei uns war es meist so, dass wir irgendwo schnell Abschlüsse über den Rückraum gesucht haben oder einfach mit dem Kreisanspiel. Und dann ist es eben so, dass daraus nicht unbedingt die meisten Pässe nach außen resultieren. Jetzt kann man zum Beispiel aber diese Saison sehen. Ich glaube, wir haben so viele Abschlüsse über die Außen, gerade auch links außen, aber auch rechts außen, wie schon lange nicht mehr. Was sich dann auch in der Torschützenliste wiedererkennen lässt. Und deswegen ist es immer so einfach gesagt, klar, es gibt natürlich immer wieder Situationen, was Michael angesprochen hat, dass wenn wir im Video ein Stoppbild machen. Also da könnt ihr bei uns in der Mannschaft mal die Rückraumspieler nachfragen. Stoppbilder sind das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Ja, weil Stoppbilder, wenn ich ein Video auf Stopp drücke, naja, da kann ich dir tausende Situationen erklären, was denn da die bessere Lösung gewesen wäre. Aber in der Schnelle oder in der Dynamik des Spiels ist es halt nicht so ganz einfach, dann auch gerade immer diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen möchte ich mich, es hört sich blöd an, aber da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Weil ich glaube, momentan unser Linksaußen kann sich nicht beschweren. Es hat auch irgendwo mal mit unserem Spielsystem zu tun. Ja, also und wir müssen auch dazu sagen, du hast dein Spiel natürlich auch schon verändert. Also klar habe ich dich jetzt auch wieder als Shooter zu Beginn des Podcasts vorgestellt, aber wer genau dein Spiel so verfolgt, ich finde so seit, ja eigentlich auch seit Gutmi da ist, also du zeigst unglaublich geile Anspiele inzwischen an den Kreis, aber auch auf die Außenposition. Also du bist auch schon variabler geworden, bist jetzt nicht mehr nur der eben aus 15 Metern da drauf donnert, ne? Ich wollte gerade sagen, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich zuletzt das letzte Mal 20 Mal aufs Tor geworfen habe. Ja. Nee, also diese Entwicklung sehe ich auch. Ich glaube, es war ja auch ein bisschen spaßig gemeint. Natürlich. Ich gebe mal an ihn weiter, du ignorierst ihn nicht bewusst. Was hätte ich auch anderes von Michael erwartet?
Julius, großartig. Also vielen Dank bis hierher. Bleibst natürlich bei uns. Wir gehen jetzt rüber zu Michel Dietz, der natürlich hoffentlich noch bei uns ist. Michel, alles gut bei dir? Ja, ich bin noch da. Ich höre sehr gut. Aufmerksam zu. Großartig. Michel, also Geschäftsführer von Dietz Werbetechnik, ein junges, kreatives Unternehmen aus Kassel, seit dieser Saison Premium-Partner der MT-Melsungen. Dietz Werbetechnik ist Presenter unseres Podcasts, habe ich auch schon gesagt, und eben auch Spieler, Sponsor, Schrägstrich Spielerpate von Julius Kühn. Was heißt denn das konkret, Spielerpate? Ich habe am Anfang ja schon mal gefragt, ob du jetzt einmal wöchentlich mit ihm essen gehen musst oder wie lebt ihr das? Ja, über das Essen gehen hinaus einmal die Woche haben wir natürlich auch, ja, also das Ganze gibt einer Partnerschaft mit einem Verein eine viel persönlichere Note, weil man als Spielerpate jetzt unabhängig von dem werblichen Effekt, der natürlich, muss man natürlich auch drüber sprechen, dass eine Person, Julius Kühn, natürlich werblich einiges bewegen kann, auch mit einer gewissen Reichweite, aber unabhängig vom Business Case, sage ich mal, komplett aus vom Geschäft außen vor, verstehen Julius und ich uns auch privat, glaube ich, ganz gut. Wir waren schon mal beispielsweise in Leverkusen bei einem Fußballspiel und in Lissabon, klar, da hat die MT auch gespielt. Aber das sind eigentlich immer ganz angenehme Begegnungen, auch außerhalb der eigentlichen Partnerschaft, die daraus entstehen. Und natürlich für mich als MT-Fan, auch mein ganzes Team hier, die sind alle total angetan, viele Handball angetan, spielen auch selber oder haben gespielt. Und das gibt dem Ganzen halt eine ganz persönliche Note, ne? Großartig, ja. Also das können wir ja auch dazu sagen, Michel, dein Unternehmen ist extrem verbunden mit dem Sport. Wir bleiben aber mal bei deiner Verbundenheit hier zur Region. Du bist hier geboren in Nordhessen, bist hier zur Schule gegangen. Ich habe gelesen, du bist ein leidenschaftlicher Flieger und als solcher auch Mitglied bei der Flugsportvereinigung in Zierenberg. Und ich habe gelesen irgendwo als kleiner Junge, hast auch eine handwerkliche Begabung gehabt. Du warst so als Nachwuchsbäcker innerhalb der Bad Emstaler Backgruppe unterwegs. Und da haben sie eigentlich schon große Stücke auf dich gehalten, dass du mal Bäcker wirst. Was ist schiefgelaufen? Ja, da ist leider nichts draus geworden. Warte, da ist der Artikel noch online, ja? Muss ich jetzt selber erstmal gucken von der HNA. Ja, von 2010. Genau. Ja, schon ein paar Jahre her. Da ist leider nichts draus geworden. Das Ganze war natürlich als Freizeitaktivität super spaßig, hat auch viel Spaß gemacht. Aber mit den Jahren hat sich das dann doch mehr jetzt in das Business, was wir jetzt machen, entwickelt. Und wir sind super zufrieden hier, auch was du hast gerade angesprochen, was mit der Region zusammenhängt. Wir sind ja regional Nordhessen verbunden. Unsere Geschäftsstelle, unser Hauptunternehmenssitz ist in Kassel. Wir haben dann noch eine Nebenstelle in Bad Emstal. Und sei es jetzt im sportlichen Bereich mit der Region, dass man halt sagt, Kassel Huskies, KSV, MT, aber eben auch auf persönlicher Ebene. Ich liebe Ahlewurst, aber das muss man als Nordhesse ja auch irgendwie, ne? Und das ist so auch unsere Intention, wo wir halt auch, was wir jetzt geschäftlich machen, wo wir auch immer versuchen, mit regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die im Idealfall auch direkt aus Kassel kommen. Und du behältst gerne den Überblick, also geschäftlich, aber auch offensichtlich ja auch privat. Oder was hat es mit der Fliegerei zum Beispiel auf sich? Ach, das ist einfach ein Gefühl von Freiheit, muss man mal ganz klar so sagen. Das macht unglaublich Spaß. Also ich weiß nicht, ob du selber mal oder ob ihr beide in irgendeiner Form mal in einem Privatflugzeug oder in einem Segelflieger, ich mache ja hauptsächlich Segelflug, mitgeflogen seid. Das ist eine totale Verbundenheit zur Natur und ist für mich auch so ein Stück weit Ausgleich zum doch oftmals sehr stressigen Berufsalltag, ne? Julius, als Spielerpate, könntest du es dir vorstellen, mit Michel mal in den Flieger zu steigen? Definitiv. Ich glaube, das, wie er schon gerade eben sagte, so ein Gefühl von Freiheit. Gerade in so einem kleineren Flieger ist ja was anderes wie jetzt ein normaler Linienflug. Ein ganz anderes Gefühl. Und ist bestimmt interessant, definitiv. Michel, also liegt jetzt an dir. Die Einladung liegt auf der Hand sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also das werden wir auf jeden Fall. Im Winter wird ja Segelflug grundsätzlich nicht gemacht. Ist ja auch, du hast das gerade angesprochen, Flugsportvereinigung Kassel-Zierenberg. Da wird auf dem Dörnberg geflogen. Einfach auch, was die Geländegegebenheiten, die geben das im Winter leider nicht her. Aber Frühjahr, so April, Mai nächsten Jahres, dann hoffentlich mit
etwas gelockerten Corona-Beschränkungen werden wir das auf jeden Fall mal tun, denke ich, ne? Richtig, auf jeden Fall, ja. Gerne. Super, also damit hier gebucht, ja, Julius, quasi. Großartig. Michael, kommen wir nochmal zurück zur Firma. Also Dietz Werbetechnik ist ein Ansprechpartner, ich habe schon gesagt, im sportlichen Bereich, aber auch für Unternehmen ganz allgemein, wenn es um Werbetechnik geht, um Werbeplattformen geht, analog und digital übrigens. Also ihr gestaltet Logos, sorgt für den Webauftritt der Firmen, ihr kreiert Merchandising und Promotion-Artikel. Vieles davon eben auch im Sportbereich überregional für Schalke 04, für Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga, in der Handball-Bundesliga neben der MT Melsungen auch für den HSC Coburg und im Eishockey für die Kassel Huskies und die DEL 2 als Ligagesellschaft schlechthin. Hast du eigentlich einen Lieblingssport? Ja, also wir sind halt sehr sportverbunden. Wir machen hauptsächlich im Bereich Sport jetzt nicht die klassische Agenturleistung, dass wir sagen, wir kreieren euch ein Logo oder wir machen entwerfen große Marketingkampagnen, sondern wir sind im Sportbereich wirklich auf die Merchandise, also Fanartikel und Promotionartikel spezialisiert und erarbeiten dort wirklich coole Produkte, wo jetzt auch für die MT, wir sind ja auch exklusiver Merchandise-Partner für die MT, wo ich jetzt schon mal ein bisschen verraten kann, dass zukünftig einige sehr coole Artikel ins Sortiment mit aufgenommen werden, wo wir halt auch sagen, was für uns halt wichtig ist, dass der Fan das im Alltag benutzen kann. Also klar, man hat diese ganzen Klassiker, man hat einen Fanschal, man hat einen T-Shirt und so weiter, aber dass man eben halt auch sagt, okay, wir machen nicht einfach nur ein Vereinslogo auf ein T-Shirt drauf, sondern wir machen wirklich ein cooles Design, was bei den Fans gut ankommt und wo der Fan dann auch wirklich die Sachen im Alltag trägt und die Marke MT nicht nur im Herzen, sondern eben auch nach außen. Kannst du uns schon was verraten? Also über welchen Fanartikel dürfen wir uns künftig zum Beispiel freuen? Über einen neuen? Also ich kann natürlich jetzt nicht alles direkt spoilern, sagen wir mal so, aber es wird auf jeden Fall im Bereich Textilien einiges Neues geben, wo wir jetzt auch im regen Austausch mit der MT-Geschäftsstelle sind. Natürlich ist es auch so, durch Corona ist das natürlich alles ein bisschen ins Hintertreffen geraten, ne? Man muss jetzt einfach mal jeder Verein für sich und jedes Unternehmen einfach schauen, was macht die Krise mit einem? Und da gibt es sicherlich gerade auch deutlich in der Priorität höhere angeordnete oder anzusiedelnde Themen als jetzt Merchandise. Aber nichtsdestotrotz sind wir da im regen Austausch und da wird dann die nächsten Wochen auch sicherlich was veröffentlicht. Großartig, freuen wir uns drauf. Abschließend, ja, quasi die Frage an euch beide. Was ist, fangen wir mit dir an. Was ist dein Wunsch für die laufende MT-Saison? Kann man das überhaupt an eine Tabellenplatzierung klammern oder geht es um viel elementarere Dinge in dieser beispiellosen und unglaublich schwierigen Saison? Also ich finde, diese Saison geht es nicht um Tabellenplätze. Also ich denke, dass das größte Ziel, was wir alle haben sollten, ist, dass die Fans zurück in die Halle dürfen. Ich finde, mir persönlich fehlt das extrem, dass man einfach auch so ein bisschen am Wochenende auch mal ausspannen kann, neben dem Fliegen, dass man halt auch mal ein Spiel besuchen kann oder unter der Woche. Ich fand das immer bei den Donnerstagsspielen sehr angenehm von der MT, ist so ein bisschen Auflockerung kurz vorm Wochenende. Und ich finde, dass diese Stimmung auch wahnsinnig ist. Also die Fans sind, wir sind der Wahnsinn, wenn die Halle bebt, muss ich mal ganz klar sagen. Und ich finde, das sollte unser größtes Ziel diese Saison sein, komplett unabhängig vom Sportlichen. Also einen Abstieg wollen wir jetzt natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich denke, dass es in dieser Saison eher weniger um Platzierungen, sondern mehr um diese elementaren Dinge, Fans wieder zurück in die Halle und natürlich auch, dass alle gesund bleiben. Ja, großartig. Ich glaube, das ist das Elementarste und Wichtigste, was die Spieler angeht, aber eben natürlich auch, was die Fans, was die Zuschauer angeht. Julius, wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Wunsch für diese Saison? Ja, das hat Michel schon ganz gut erklärt. Also natürlich bin ich auch Wettbewerbstyp und möchte auch irgendwo die bestmögliche Platzierung erzielen. Das ist ja ganz logisch. Aber ich glaube, um einfach dieses ganze Prozedere, generell auch den Handballsport, was das alles verkörpert, einfach am Leben zu erhalten, geht es in allererster Linie einfach darum, dass wir die Halle wieder voll bekommen, dass sich die Fans, dass sich alle Leute einfach wieder auf den Handball freuen können und nicht nur zu Hause vor den Fernsehgeräten sitzen müssen, sondern auch wirklich wieder, ja, gefühlt was zum Anfassen bekommen und
ja, eben etwas haben, worauf man sich freuen kann, am Wochenende in die Halle zu gehen, diese Emotionen einfach hautnah mitzubekommen, weil das, was wir momentan machen, vor den leeren Hallen spielen, das macht als Spieler wirklich auch nur halb so viel Spaß. Es kann mir mal jeder sagen, ja, ich bin im Tunnel während so einem Spiel und ich bekomme das gar nicht mit, was um mich herum passiert. Also meiner Meinung nach kann das nicht stimmen, weil man kriegt da alles mit, man saugt alles mit auf. Und es ist einfach was ganz anderes, wenn du in einer Halle spielst, die voll ist, wo eine extreme Stimmung herrscht. Auch wenn es zum Beispiel auch nur auswärts ist, wo man ausgepfiffen wird. Das sind Emotionen, gerade beim Handball, wo sie einfach extrem fehlen, wo man sich einfach nur darauf freuen kann, wenn das irgendwann wieder möglich ist. Also eure beiden Wünsche, glaube ich, nehmen wir mit in diese weiterhin schwierige Saison. Und wir alle hoffen, dass das hoffentlich bald vorbeigeht, dass Julius mit Michel über den Dörnberg fliegen kann. Ja. Ja, also dass Julius, das nehmen wir mit, die MT nicht verlassen wird, bis er einen Titel hier gewonnen hat. Möglicherweise dauert das ja gar nicht mehr bis 2024, dann bleibst du natürlich trotzdem bis 2024 und gewinnst noch einen zweiten und dritten Titel. Ich wollte gerade sagen. Und wir nehmen mit, was Michel uns gesagt hat, dass wir uns freuen können auf neue, spannende Merchandising-Artikel aus dem MT-Fanshop. Weiß nicht, vielleicht wird es eine Unterhose oder was auch immer. Wir sind gespannt, Michel. Also es war eine großartige Folge mit euch beiden, mit vielen interessanten Infos und Hintergründen. Und ihr zu Hause, egal wo ihr den Podcast gehört habt, abonniert ihn einfach. Das ist nochmal der Tipp. Dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und wie gesagt, gern dürft ihr diese und alle früheren Folgen bewerten. Die nächste Folge gibt es dann in rund 4 Wochen, kurz vor Weihnachten. In dem Sinne können wir fast schon frohes Fest sagen. Bleibt gesund, bleibt handballgeil zu Hause. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im handballverrückten MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Macht's gut. Der Handball-Podcast der MT Melsungen. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.